Meine verehrten Freunde, hallo und herzlich willkommen zu meiner Review zur zweiten Staffel von Star Wars The Clone Wars. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich erfreut, denn in der letzten Zeit haben einige Leute unter Videos, die überhaupt nichts mit der anderen Review zu tun hatten, zur ersten Staffel, wirklich gefragt, wann denn die Review endlich kommt zur zweiten Staffel. Und das hat mich in dem Sinne gefreut, dass da wirklich Interesse von euch da ist, dass ich das weitermache. Und vor allem, dass ihr das einfach cool fandet scheinbar. Das hat mich echt gefreut, weil ich fand das Video jetzt nicht so besonders. Ich habe so ein, zwei Minuten über jede einzelne Folge an wie kurz getalkt. Mit ganz vielen Verstotterern und Versprechern drin. Und es gibt tatsächlich Leute, die das an wie cool fanden. Deswegen einmal ein herzliches Dankeschön von meiner Seite aus. Und ich würde sagen, wir starten dann auch eigentlich mal direkt rein hier in diese zweite Staffel von der sehr, sehr beliebten Animationsserie. Und die erste Folge, das war der Beginn einer, ja, über drei Folgen sich erstreckenden Storyline rund um Cad Bane. Das finde ich ganz cool. Die erste Staffel hört mit Cad Bane auf und die zweite beginnt dann eben mit eben jenen Cad Bane wieder. Und zwar ging das dann in der ersten Folge so los, dass erst einmal, ja, Obi-Wan, Anakin und Ahsoka auf Felucia waren in einer Schlacht und Ahsoka, ja, nicht evakuieren wollte, obwohl sie fast dabei worden wäre. Das war schon mal sehr falsches Deutsch, überrannt zu werden. Und als Bestrafung wird sie dann als Archivwache eingesetzt und kommt dann so in Zusammenhang mit Cad Bane und seiner, ja, werten Assistentin mal wieder einen Changeling. Mit dem wird anscheinend ganz gerne gearbeitet, hat ja auch schon Django Fett gemacht. Eben die Story, dass sie das Holocron als Auftrag von Sidious stehlen möchten. Und diese erste Folge fand ich wirklich, wirklich extrem gut. Ich mag diese Storyline, es ist keine meiner Lieblingsstorylines, aber ich mag sie. Und ich mochte auch diese Folge, wo man halt mal genauer in den Jedi-Orden einen Einblick hatte. Auch dieses Archiv, was ja kurz in Episode 2 zu sehen ist. Und jetzt auch ein bisschen mehr erleuchtet wurde. Auch diese ganzen Innereien vom Jedi-Tempel. Das hat mir gefallen. Auch die Holocron-Kammer, dass man so viel gesehen hat. Das finde ich halt einfach immer nett in Clone Wars, wenn man halt so recht für die Main-Story unwichtigen Sachen richtig erklärt bekommt und sieht. Das gefällt mir in Clone Wars immer sehr gut. Was mir ebenfalls gefallen hat, Yucasta New jetzt so richtig zu sehen. Und ja, ich finde sie ist ein echt interessanter Jedi, halt diese alte Bibliothekarin, die da aber doch auch richtig gut kämpfen kann. Sie gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und was ich auch hier als kleines Highlight hervorheben möchte, ist der kleine Droide von Cad Bane. Ich habe jetzt den Namen nicht aufgeschrieben. Ich glaube, das war Podo oder so ähnlich. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht mehr aus dem Kopf weiß. Den fand ich auf jeden Fall echt köstlich, die Dialoge mit Bane. Und generell solche Detektivarbeitsfolgen, da kommen ja noch einige in dieser Staffel, wie es auch hier Obi-Wan und Anakin machen, um halt die Eindringlinge im Jedi-Tempel zu finden. So etwas gefällt mir immer richtig gut. Also eine schöne Eröffnungsfolge und auch eine schöne Eröffnung in diese Story-Trilogie, bestehend aus drei Folgen, sage ich mal. Und da kommen wir jetzt auch mal zur zweiten Folge, denn hier hat Bane erfolgreich das Holocron gestohlen und ist jetzt auf einem Separatistenkreuzer eben mit dem Holocron. Ah, da habe ich mich schon geirrt, ich war eine Folge weiter, es tut mir leid. Er ist nämlich... Tut mir leid für diesen härteren Cut hier gerade, ich bin etwas mit den Folgen durcheinander gekommen, weil ich eben dieses Mal, beim letzten Skript zu Season 1, hatte ich die komplette Inhaltsangabe der Folgen geschrieben. Jetzt nur so Stichpunkte, deswegen musste ich mir das Ganze im Kopf hier zusammenbauen. Es war natürlich die Folge, wo Cad Bane im Separatistenkreuzer untergebracht wurde und dann halt den einen Rodianer Jedi da hatte, um das Holocron zu öffnen. Aber der wollte nicht und deswegen braucht er einen neuen und lockt so die Jedi auf seinen Kreuzer und bringt dann auch durch Ahsoka als Druckmittel Anakin dazu, es zu öffnen. Und da gibt es auch Kämpfe ja, auf dem Kreuzer. Und da finde ich sehr cool an dieser Folge, wenn die Republik, das ist ja glaube ich kein Kreuz, also ist schon ein Kreuzer für den Separatisten, aber die heißen glaube ich Fregatten oder so. Ich habe den genauen Namen von denen jetzt tatsächlich nicht im Kopf. Aber ich meine, die Dinger heißen, das sind irgendwelche Fregatten, auf jeden Fall. Ich finde dieses Entern von den Läufern, von den ATTEs, die ja da vom Venator-Klasse-Sternzerstörer runtergelassen werden, das finde ich, ist eine sehr, sehr coole Art und Weise, mal so ein Schiff zu entern. Und dann ist auch dieser Magnetkampf cool, in irgendeinem Hangar da, von dem separatistischen Kreuzer. Ich sage einfach separatistischer Kreuzer, weil das ja eigentlich, da weiß jeder, was gemeint ist, sage ich mal. Wo dann Cad Bane das so aktiviert, dass halt alles so schwebt und die Klone dann mit Magneten an den Füßen halt sich wieder an den Boden oder irgendwo an die Decke stellen und dann kämpfen, das finde ich extrem cool. Und gerade Cad Banes Darstellung in diesen Folgen, er ist so der über
Boss so, was die Kopfgeldjäger fast schon angeht. Weil Boba Fett in der Originaltrilogie hat eigentlich nichts so richtig geschissen bekommen. Jango Fett dann schon eher, hat sehr coole Sachen gehabt, aber Cad Bane, der rasiert ja mal alles. Das finde ich echt gut, dass er mal so eine richtig bosshafte Darstellung bekommt. Dann gibt es allerdings etwas, was ich zu kritisieren habe. Luke Gunrays Stimme, der ist ja da in einem Hologramm zu sehen und beschwert sich bei Cad Bane, dass seine Flotte hier zerstört wird und will Geld haben, so, nach dem Motto. Er hat nicht die richtige Luke Gunray Synchronstimme irgendwie, sondern tatsächlich klang die wie die von Hondo und das hat mich echt todesverwirrt, aber naja. Dann am Ende finde ich es aber auch noch sehr, sehr fragwürdig, wie halt Cad Bane dann am Ende rauskommt. Das war ja so, dass er sich dann als Klon verkleidet hat. Aber das Ganze funktioniert, finde ich, in meinem Kopf irgendwie nicht, denn es war ja so, dass zwei Klone ihn gestellt haben. Und dann in kürzester Zeit hat er scheinbar sich eine Klonrüstung angezogen, dem Klon seine Klamotten angezogen, damit die Täuschung echt wirkt. Und der Thron, der Klon war ja noch am Leben, als er ihn umgeschossen hat. Also hat er es lebendig gemacht, als der Klon lebendig war. Wie soll das bitte schön funktionieren? Das fand ich sehr fragwürdig. Ansonsten eine stimmige Folge, natürlich auch wieder mit einem lustigen Druiden-Moment, wo der eine Druide sagt, ich bin nicht der Commander, er ist der Commander wird erschossen, dann bin ich jetzt der Commander, wird er erschossen. So, kommen wir zum Abschluss dieser Folgentrilogie, zur dritten Folge in der zweiten Staffel. Und da wird Bane natürlich direkt am Anfang der Folge enttarnt, kommt aber und besorgt sich dann so die ganzen Jünglinge, aber wird dann auch letztendlich auf Naboo gefangen genommen von den Jedi. Und ja, mit der Macht schaffen sie es dann auch, Cad Bane zum Reden zu bringen. Und dann kriegen sie halt die ganzen Informationen, wo das Holocron ist und das auch unter anderem auch die Kinder. Mustafa sind, nee Quatsch, das haben sie nicht durch Bane herausgefunden, er wollte nicht sie erst zum Holocron bringen, das hatten ja dann Ahsoka und Anakin, als sie Banes Jäger analysiert haben, herausgefunden, weil da auch Vulkanstaub dran war und er auch auf Mustafa zum Auftanken oder so ähnlich war, so war das. Und ja, auf jeden Fall finde ich diese Folge wirklich auch wieder richtig, richtig gut. Ich habe eben das Gefühl, weil Palpatine wollte die ja unbedingt haben, diese machtintensiven Kinder. Hat er da schon die Inquisitoren, also mit den Inquisitoren geplant, die es ja dann in Star Wars Rebels zu sehen gibt? Waren das die ersten geplanten Inquisitoren? Das wäre jetzt so, ja, eine Frage, die sich mir stellen würde. Und davon hat es mir auch sehr gefallen, Mustafar zu sehen, in einer meiner Lieblingsplaneten. Da findet mein Lieblingsduell aller Zeiten, sage ich mal, statt mit Obi-Wan gegen Anakin auf Star Wars Episode 3. Und dann aber allerdings noch in der Folge ein krasser Kritikpunkt, und zwar die Darstellung von Mace Windu in Star Wars The Clone Wars ist der letzte Müll. Denn Mace Windu ist ja eigentlich neben Yoda der Boss vom Jedi-Rat. Er ist der stärkste Lichtschwertkämpfer, den der Jedi-Rat hat. Dann ist es erst einmal er, der bei diesem Holocron die Falle auslöst. Und dann fragt Mace Windu Obi-Wan, was sie jetzt machen sollen. Also, sorry, da hat gefälligst Obi-Wan Mace Windu zu fragen, was sie jetzt machen sollen. Das hat mich schon aufgeregt. Und als wäre das jetzt nicht noch genug, wenn sie gerade so sich unter der Tür holen können, um zu entkommen, verliert Mace Windu auch noch so ganz kurz random sein Lichtschwert und holt es dann wieder. Also sorry, die Darstellung von Mace Windu, auch da komme ich noch später drauf zu sprechen, denn Clone Wars generell ist, finde ich, relativ für den Arsch. Naja, kommen wir jetzt zur vierten Folge. Da sind wir dann, bei einer, es sind jetzt auch keine Story, die sich über mehrere Folgen erstreckt, das kommt dann später in Staffel 6. Und zwar geht es um Rush Clovis, der unter Verdacht steht, ein Spion zu sein und deswegen beschattet Padme Amidala ihn und Anakin ist als Pilot da auch am Start. Und ja, diese Folge hasse ich tatsächlich, weil ich den ganzen Kram echt cringy as fuck finde, wie halt Anakin, ja, irgendwie diese ganze Konstellation, wenn sie, Clovis und Arm, die Zooms auf Anakins Gesicht, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie extrem cringy und es gefällt mir nicht, obwohl ich tatsächlich eine Szene da gut fand, und zwar als Clovis Padme umarmt hat und Anakin dann als Pilot irgendwie so eine Drehung macht und er dann auf einem anderen Sitz, so ein Sitz entfernt, oder zwei Sitze entfernt, dann sitzen muss. Das war ganz lustig, aber sonst, naja. Und Anakin ist am Ende so richtig das Arschloch und lässt ihn einfach bei den Separatisten zurück. Generell diesen Grundstory-Strang, dass halt, ja, auch bei der Republik Leute sind, die Separatisten unterstützen, finde ich ganz cool, aber diesen Liebeskram, also diesen Liebeskonkurrenzkampfkram mit Clovis und so, den finde ich echt nicht so geil. Und ich finde auch Clovis vom Aussehen irgendwie richtig ekelhaft, ich weiß nicht. Clovis gefällt mir einfach so gar nicht. Und er ist, denke ich mal, auf der Liste der Star Wars Charaktere, die ich am meisten hasse, kann man, denke ich, auch ganz gut sagen. Ganz oben ist natürlich immer noch dieses scheiß kleine Vince-Ding, was immer bei Hondo rumhängt und bei Jabba in Episode 6.
bevor ich den Namen irgendwie immer noch nicht gegoogelt habe. Das mache ich jetzt auch nicht, aber das denkt man sich immer noch am meisten. Aber da kommen wir später auch noch zu. So, dann kommt tatsächlich eine Storyline, die sich über 4 Folgen erstreckt, der ich größtenteils positiv gestimmt bin. Also gerade von einem qualitativen Standpunkt her sehr positiv sogar generell gestimmt bin. Und zwar die ganze geonose Storyline, wo wir in Folge 5 und der ersten Folge dieser Storyline tatsächlich eine richtige Schlacht wieder am Start haben. Denn Geonosis wurde ja zurückerobert von den Geonosianern, oder die Republik wurde auf jeden Fall da geschlagen. Und dann halt diese Sache, dass halt Ki-Adi-Mundi, Obi-Wan und Anakin halt jeweils 3 Trupps anführen, sich bei einer Landezone da treffen wollen, um dann ja ein Schild auszuschalten, um zur Droidenfabrik, die neu intakt ist, vorzudringen. Da finde ich es sehr cool, dass man auch Ki-Adi-Mundi jetzt mal so richtig zu sehen bekommt. Das ist generell eine coole Sache an Star Wars The Clone Wars, dass man halt die ganzen Jedi, die in den Prequels halt, also falls es Leute nicht wissen, ich liebe die Prequels, meine Lieblings-Star Wars Trilogie. Und ja, dass man halt diese ganzen Jedi, die im Hintergrund rumsetzen, halt in der Prequel Trilogie, dass die halt hier auch so richtig ihre Folgen bekommen, dass sie es so richtig zeigen können, wie es ein Kit Fisto auch in der ersten Staffel konnte, wie es dann jetzt hier auch zum Beispiel jetzt eben Ki-Adi-Mundi kann, wie es auch schon Ayala Secura konnte. Das gefällt mir einfach richtig, richtig gut. Solche Sachen. Und da finde ich auch dieses Spielchen, was Anakin und Ahsoka spielen mit werden mehr Droiden, erlebt ganz cool. Und wie dann am Ende Ki-Adi-Mundi sagt, ja, 65 Skywalker. Ich weiß nicht, ob es 65 war. Auf jeden Fall war das eine Zahl, die über Anakins war. Und er hat dann am Ende gewonnen. Das finde ich cool. Und generell die Schlachtszenen, das sind eine meiner Lieblingsschlachtszenen generell in Star Wars. Wer generell meine 10 Lieblings-Star Wars-Schlachten wissen möchte, der kann auch gerne mal auf dem dazugehörigen Video Top 10 Schlachten an Star Wars raufgehen oder da raufklicken. Das habe ich auch irgendwann mal gemacht und dann bringt hier halt in Erfahrung, was meine 10 Lieblings-Star Wars-Schlachten sind. Beziehungsweise waren. Da kommt jetzt mit Episode 8 mal wieder neuer Kram hinzu. Irgendwann muss ich das Video, denke ich, updaten, aber ich denke erst, wenn Episode 9 da ist. Naja. Kommen wir zur 6. Folge, da wollen sie ja die Droidenfabrik letztendlich ausschalten. Und da kommen dann halt Dominara und Barriss mit hinzu. Barriss hat man in einem Shot in der Arena-Szene in Episode 2 mal ganz kurz mit Dominara gesehen. Dominara war, glaube ich, ja auch in der Arena-Szene zu sehen, ab und zu vielleicht im Hintergrund im Jedi-Tempel. Und auf jeden Fall einmal auf Kashyyyk ganz kurz, da war sie auch am Start. Und verzeiht, ich muss einmal kurz husten. Das ist auch ein Problem, warum ich so lange nichts richtig gemacht hatte, weil ich keine Stimme hatte, weil ich eine Grippe hatte und immer noch ein bisschen husten muss jetzt, aber jetzt kann ich halt, wie ihr schon merkt, ganz gut reden. Ja, da ist es dann die Aufgabe von den Padawan, Ahsoka und Barriss, die Droidenfabrik mit Bomben von innen heraus zu zerstören und dabei greifen Dominara und Anakin zur Ablenkung an. Und da haben die Separatisten auch neue Panzer, die irgendwie alles aushalten, das ist ganz krass. Und da mal wieder meine Frage, okay, wieso haben sie jetzt diese Panzer, die alles aushalten, aber dann irgendwann später wie durch Zauberhand nicht mehr. Das ist so eine Sache, die ich echt, ja, die man echt gut kritisieren kann. Wieso zum Beispiel auch keine Death Trooper in der Originaltrilogie waren, obwohl sie in Rogue One eigentlich alles perfekt haben. Aber naja, das ist ein ganz anderes Thema, zu dem man eigentlich fast noch ein eigenes Video machen könnte. Okay. Und ja, zu dieser Folge kann ich sagen, dass ich halt ein bisschen cringy diesen Streit von Anakin und Ahsoka am Anfang finde, wo halt Anakin dauernd random Ahsoka bei ihrer Rede unterbricht. Barriss finde ich hier sehr, sehr cool. Auch sie kommt ja in dieser Storyline noch einmal vor. In einer ganz anderen Art und Weise noch. Aber wie Barriss sie halt als disziplinierte Vorbildspadawanin. Padawanin sagt man das so? Padawan sagt ich einfach mal. Bestimmt wie bei Jedi, das Mehrzahl auch genau dasselbe Wort ist wie in Einzahl. Also der Vorbildspadawan schlechthin ist Barriss. Und die Entwicklung, die sie ja nehmen wird in der 5. Staffel. Das ist schon generell ein ganz cooler Charakterzug dann und deswegen auch einer meiner Lieblingsstar aus der Clone Wars Charaktere, von der Charakterentwicklung auf jeden Fall. Und dann ist diese Dramatik am Ende noch recht cool, wenn dann Barriss und Ahsoka mit dem einen Panzer eben die Droidenfabrik in die Luft sprengen müssen und selbst auch drin sind. Ist noch ganz nett, ja, etwas schwächer als die erste Folge von dieser Storyline von Geonosis, der zweiten Schlacht von Geonosis, aber immer noch recht nett, wie ich finde. Und dann kommen wir zu den beiden, also im zweiten Teil eigentlich der Storyline. In Folge 7 und 8, wenn es ja um diese Geonosianer, Zombies und Parasiten geht. Ich muss sagen, von den Parasiten bin ich ja generell kein so großer Fan, aber ich kann ja erstmal anfangen, die 7. Folge zu beschreiben. Und zwar ist es ja da so, dass Dominara Nachforschungen nach Porgul dem Geringeren macht, weil der fliehen möchte und er flieht in den Untergrund. Dominara
verfolgt ihn, wird dann gefangen genommen und deswegen möchten Obi-Wan und Anakin sie retten und stoßen dann unter anderem auch auf Carina die Große, welche die Königin der Geonosianer ist und mit Hilfe von Parasiten tote geonosianische Krieger kontrollieren kann und sich so eine untote Zombie-Armee aufbaut sozusagen. Und ja, am Ende können sie natürlich alle entkommen und Poggle wird gefangen genommen. Und ich finde die Folge, um das zuvor zu sagen, die Folge ist wirklich an sich eine sehr gute Folge. Aber ich hasse diese Folge, weil ich diese geonosianischen Zombies einfach so eklig as fuck finde. Das ist so mein größter Albtraum, in diesen scheiß Gängen gefangen zu sein und von denen verfolgt zu werden. Schlimmeres kann ich mir gerade echt nicht vorstellen, ey. Also ich mag das persönlich nicht, aber ich finde, es sind an sich gute Folgen. Und dann kommen wir zur 8. Folge, wo Barriss und Ahsoka zu so einer Medi-Station fliegen, wo Kit Fisto auch am Start ist, während Anakin und Obi-Wan Kira Mundi halt Poggle zurückbringen. Ja, da wurden ja davor, wurde ein Klon infiziert von den Parasiten und hat dann die anderen Klone und auch Barriss infiziert und so kam es zu Gefechten, aber am Ende kann Ahsoka, indem sie ja alles, also die Temperatur runterschraubt, dass es ganz, ganz kalt ist, bezwingen und dann ist alles gut am Ende. Da frage ich mich am Anfang, wo dieser Parasit an den Trümmern von diesem Tempel, wo ja der Eingang zu dem Reich von Carina der Großen war, von diesem einen Klon da schlüpft. Da frage ich mich, wie zur Hölle ist der da hingekommen? Ich meine, diese Eier von diesen Parasiten, die waren so ganz, ganz unten bei Carina der Großen. Und dann schloss sich der Tempel zusammen und auf einmal ist random so ein Ei oben. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Naja, dann kommen wir mal weiter. Ich finde, es ist ein sehr, sehr cooles Zitat und eine Anspielung auf die Order 66, wo dieser eine infizierte Klon sagt, nachdem er Barriss ausgeschaltet ist, wenn es eins ist, was wir Klone wissen, dann, wie man einen Jedi ausschaltet, ist halt in Hinsicht auf die Order 66 ein ganz nettes Zitat. Dann, sehr, sehr geil, und einer der wichtigeren Klon-Boss-Szenen von Anakin fast schon, wie Anakin halt Poggle den Geringer, ich sag immer den Geringeren. Was ist eigentlich für ein Rang? Ich meine, du bist irgendwie so ein richtig krasser Offizier, also so etwas ähnliches wird ja Poggle bei den Geonosianern sein. Oder General oder so. Oder eigentlich schon Anführer fast, wenn man Carina jetzt mal außen vor lässt. Ich denke mal so Präsident oder so, das ist da fast am besten, obwohl das komisch ist bei solchen Insektenleuten. Dass halt Poggle dann den Namen der Geringere hat. Was ist das für eine Scheiße zu sagen? Haha, ich bin mächtig, ich bin Poggle, der Geringere. Das ist ja irgendwie ein bisschen eklig. Ich hätte nicht gern diesen Titel, der Geringere, weil man einfach richtig... Das hört sich einfach scheiße an, finde ich, aber ich find's lustig. Ja, kommen wir zurück zu dieser Szene mit Anakin. Wie er dann nämlich die Geheimnisse, wie man die Parasiten wirklich bezwingt, aus Poggle herausquetscht, indem er ihn wirkt und dabei eine Version des Imperial Marches gespielt wird, der Darth Vader-Musik, das finde ich großartig. Und dann wieder mal ein Kritikpunkt, wobei, bevor ich noch den Kritikpunkt äußere, noch eine coole Sache, dass sich virtuell zwischen Ahsoka und Barriss, wo Ahsoka Barriss sich wehtun sollte, war auf jeden Fall noch ein netter Punkt an dieser Folge. Und woher zur Hölle wusste Kit Fisto am Ende, dass die Spezies auf dem Schiff mit Ahsoka und Barriss dieselbe Spezies war wie auf Geonosis? Denn die wussten ja rein theoretisch überhaupt nicht, was auf Geonosis das für eine Spezies war. Weil Obi-Wan den einen, den er zum Untersuchen mitnehmen wollte, nicht mitnehmen konnte, weil Anakin ihn zertreten hat. Also klar, es liegt natürlich nahe, dass es dieselben sind, das ist eigentlich komplett logisch, aber da hätte man das sich einbauen müssen, als Kit Fisto extra sagt, dass es dieselbe Spezies ist, das haben wir so untersucht, weil sie die auf Geonosis nicht untersuchen konnten. Naja, das war dann der Abschluss von der Geonosis-Quadrologie, sagt man das so bei 4, ich glaube schon, die an sich eine der besten Storylines eigentlich von Star Wars The Clone Wars, finde ich, ist. Dann Folge 9, da wird dann eine neue Storyline rund um General Grievous und der Jagd um ihn gestartet, glaube ich, 2 Folgen geht oder 3. Sehen wir ja gleich. da wird Ath Koth. Dieses TH, es killt mich, ey. Ich sag es so oft, das TH kann ich kaum aussprechen. Und jetzt, im Vor- und Nachnamen hat dieser verdammte Jedi ein TH. Ath Koth. Lassen wir es einfach, ihr wisst, wer gemeint ist. Der werte Herr Jedi mit den Hörnern. Es ist, glaube ich, ist es ein Zaprak? Ich glaube, das ist kein Zaprak. Das kann ich jetzt tatsächlich mal schnell googeln. Ob der Werte hier ein Zaprak ist, ich glaube nämlich nicht, weil er noch ein bisschen anders aussah. So. Gucken wir mal. Tatsächlich, er ist ein Zaprak, aber ein Iridonian Zaprak. Okay, das sind dann wohl andere Zapraks. Denn die sehen auch ein bisschen anders aus, aber schon sehr ähnlich. Okay, dann sind es doch Zapraks, habe ich mich tatsächlich gerade geirrt.
Auf jeden Fall wird er gefangen genommen von General Grievous nach einem recht coolen Duell. Und mit Handzeichen tut er dann die Jedi zu Grievous. Obi-Wan lenkt dann Grievous ab, damit Anakin zusammen mit Adigalia Ithkoth Alter, dieser Name, er tötet mich. Hört sich wahrscheinlich jetzt in der Review, wenn ich das sage, nicht so schlimm an, aber in meinem Kopf hört sich das, wenn ich das doppelte TH da ausspreche, so grauenvoll an, das glaubt ihr nicht. Sie befreien ihn auf jeden Fall. Und daraufhin stürzt General Grievous auf Salukemai ab. Ja, da finde ich es ganz cool, dass halt, ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle es war, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber eher an einer Stelle gibt es halt dieselben Trommel wie zum Start von Episode 3, wenn die Kamera runterschwenkt auf den Sternzerstörer der Venator-Klasse. Dieses Dum, 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 das gab es irgendwo in der Folge auch, das fand ich cool. Und dieses mit den Handzeichen, das, ich muss den Namen schon wieder sagen, Ithkoth, Alter. Dass er sie mit den Handzeichen zu Grievous lenkt, ist eine sehr, sehr coole Idee, finde ich. Und ebenfalls sehr geil war der Taktik-Droide von Grievous, der ja eben, oh, ich muss den Namen schon wieder sagen, Ithkoth, das wird jedes Mal schlimmer in meinem Kopf, wenn ich das sage, der noch mehr foltern wollte und dann seinen abgeschlagenen Arm aufhebt und dann merkt, dass er jetzt aber, weil er den abgeschlagenen Arm in seinem einen Arm hält und nur zwei Arme hat, keinen Arm mehr hat, um den die Foltersachen zu betätigen. Und dieses Hahaha, 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 wie so seine Stimmung überschlägt, das finde ich köstlich einfach nur. Und ja, dann kommen wir jetzt mal zu der Darstellung von General Grievous. Dazu kann man ja generell fast sagen, in Star Wars The Clone Wars finde ich ihn etwas zu schwach, weil er sogar von, ich muss den Namen mal wieder sagen, Ithkoth geschlagen wird tatsächlich und auch besiegt worden wäre, wenn die Magma-Wachen nicht da gewesen wären. Und Koth, ich sag jetzt einfach, Alter, ich sag jetzt nichts mehr dazu, über meine fehlenden Skills diesen Namen auszusprechen. Auch wenn er im Jedi-Rat sitzt, wirkt er für mich eher wie so ein Hintergrund-Jedi. Ich meine, klar ist er auch, das ist die einzige Screentime, glaube ich, sogar, die er bekommt. Finde ich ein bisschen schade, dass Grievous und so ändern besiegt wird. Jedi-Rat hin oder her, er ist halt ein unbekannterer Jedi für die Fans, also von der Screentime. Wird halt auch nie krass aufgebaut. Naja, auf jeden Fall kann er dann immerhin fast Obi-Wan besiegen. Aber ja, er wird halt, finde ich, ein bisschen zu schwach dargestellt. Er sollte jetzt auch nicht so ein Biest sein dann wie in der Clone Wars Cartoon-Serie. Aber ein bisschen stärker schadet schon nicht, finde ich. Und ich muss jetzt tatsächlich auch einmal ein Schlückchen trinken. Ich wollte das Ganze hier übrigens relativ kurz halten, also kürzer als das letzte Mal, wo es eine halbe Stunde ging. Das werde ich nicht schaffen, ich hatte nicht mal die Hälfte geschafft. Denn ich muss morgen auch wieder aus zur Schule, aber hatte jetzt Bock, das noch aufzunehmen. Und ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Ach ja, sorry an die Person, die geschrieben hat, dass ich viel zu schnell rede. Ich gebe mir immer Mühe, das nicht zu machen. Aber ich vergesse es immer und jetzt muss ich es machen, damit ich halt noch einigermaßen gut morgen aufstehen kann. Und kommen wir dann mal zur 10. Folge. Das ist dann halt die Folge, wo sie ja Grievous auf Salukemai jagen. Und dann Captain Rex verletzt wird und bei diesem Klonbauern abhängen muss. Und dann die Kinder von diesen Deserteuren die Kommandodruinen versehentlich aktivieren. Dann kommt es zu diesen Kämpfen im Haus von diesem Klonbauern. Die können die Kommandodruinen besiegen und Grievous entkommt. Und Rex verpetzt ihn am Ende nicht bei der Republik. Eine meiner Lieblingsfolgen, muss ich tatsächlich sagen. Weil sie einfach so entspannt ist, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und ich halt diesen Aspekt mit diesem Klon, und auch generell diese Sichtweise von diesem Klon, der einfach keine Lust mehr hatte auf Krieg, eine Familie gründen wollte, zu sehen, das ist einfach interessant, finde ich. Sehr cool an dieser Folge auch das gute alte Schachbrettspiel. Tötet mich, wenn ich den Originalnamen von diesem Spiel, was es auch in Episode 4 gibt und wo es auch in Episode 7 einen Anspieler gibt, von Millennium Falcon halt, was da, glaube ich, Chewie und R2-D2 waren das, glaube ich, die in Episode 4 gespielt haben. Ihr wisst, was gemeint ist, wie das kurz gespielt wird tatsächlich. Das war recht cool. Und dann auch das Zitat von Rex, nachdem er halt wieder Kontakt zu, ich glaube, es war Anakin hat. Und jetzt zu Obi-Wan was, glaube ich, sagt. Und Obi-Wan sagt, schade Rex, du hast die ganze Party verpasst. Und Rex dann antwortet mit, ich war schon auf einer anderen Party. Das fand ich köstlich, muss ich sagen. Generell eine echt gute Folge. So, dann kommen wir zur 11. Folge. Wieder eine Folge, die ich sehr, sehr gerne mag. Und zwar wird da Ahsokas Lichtschwert von so einem Fischkopf gestohlen und zusammen mit dem etwas langsameren Meister Senube jagen sie zwei Frauen, die dahinter stehen, hinter diesem Diebstahl auch, und können sie auch nach erfolgreicher Detektivarbeit gefangen nehmen. Und oh, mein Hals ist so trocken, ich muss doch einmal was trinken, es tut mir leid. Das Ding ist, das werde ich auch nicht rausschneiden, weil ich mir halt diese Clone Wars Reviews nie ganz anhöre, wie die echten Reviews. Weil ich hier halt nicht für jede einzelne Szene ein Bild rausnehme, sondern halt ein Bild pro Folge. Und ja. Dann, also das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Das war vielleicht sogar Platz 1 von meinen Lieblingsfolgen, die nicht zu einer größeren Story so richtig fest gehören. Und
Ja, deswegen ist, denke ich, klar, dass ich die Folge sehr gerne mag. Erst einmal ist die Musik von der Verfolgung durch Coruscant am Anfang ähnlich wie der zu der von Episode 2, wo sie ja auch Sam Wessel durch Coruscant jagen. Das hat mir gefallen. Und dann, wie ich schon erwähnt hatte, so ein Detektivkram, der gefällt mir halt einfach. Und deswegen wird halt diese Folge für mich dadurch noch besser. Dieses ganze, okay, jetzt könnte der erst gewesen sein, der sich vergeklaut hat, und da ist das nicht für jetzt, und das ist einfach cool. Und dann noch der Kontrast zwischen Meister Senube und Ahsoka. Der ist auch richtig cool, wie Senube einfach so richtig langsam ist und immer zum Ziel kommt, und auch diese Lehre dahinter, dass nur wer langsam geht, den Weg vor sich, der vor sich liegt, klar vor Augen hat. Finde ich einfach super. Und Ahsoka, die halt hier wieder etwas dazulernt und sehr hysterisch ist, das gefällt mir sehr, sehr gut. So, dann haben wir die Hälfte auch mal geschafft vor den Folgen. Dann kommen wir jetzt mal zu Folge 12. Da beginnt die Mandalore-Storyline, Obi-Wan ist bei Satine, weil angeblich ein mandalorianischer Krieger, ja, ein Attentat verübt hat, irgendwie bei der Republik oder so ähnlich war das. Und die Ermittlungen führen sie dann später zum Mond Concordia, wo sich dann Gouverneur Whistler als Deathwatch-Anführer herausstellt. Und ich muss sagen, ich mag diesen ganzen Mandalore-Kram, auch diese Idee, dass es halt so Planeten gibt. Da würde ich später noch darauf eingehen, diese Delegation der irgendwas, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, tut mir leid. Dass es auf jeden Fall Politiker gibt oder Systeme gibt, die einfach komplett neutral sind. Finde ich interessant zu sehen. Dann finde ich diesen Pre-Whistler-Twist sehr, sehr gelungen. Beim ersten Mal rechnet man da nicht unbedingt mit, würde ich sagen. Lese unbedingt ist aber auch in Anführungszeichen. Weil man trotzdem bei Pre-Whistler ein böses Gefühl hat, genauso auch wie bei Premierminister Almec und dann noch diesen Senatoren von Mandalore, diese drei, die sich ja später auch alle als Verräter auch entpuppen. Alle drei sahen irgendwie so richtig ähnlich und gemein aus, aber ich habe trotzdem nicht so damit gerechnet beim ersten Mal sehen, dass Pre-Whistler, also das Gewand der Whistler, der Anführer der Deathwatch ist. Das Dunkelschwert wird hier auch das erste Mal gezeigt und das ist eher einer der geilsten Waffen, einfach wie es sich bewegt, wie es sich anhört, sieht einfach cool aus. Und ich mochte den Look von Mandalore, diese komische Kristallstadt in solchen Kugeln. Auch wenn diese Kugeln von der Großaufnahme immer viel zu klein aussehen, aber scheiß drauf. Und ja, kommen wir dann zur 13. Folge. Da ist dann Satine auf dem Weg zu Coruscant. Und da ist dann der Senator von Mandalore, ein Verräter, der halt versucht, Satine mit diesen Killer-Sonden, so hießen glaube ich, diese Spinnen, auszuschalten. Da finde ich diese Taktik, wie Obi-Wan ihn halt als Verräter entlarvt, richtig, richtig cool, wie er halt mit dieser einen kleinen Killer-Sonde so um alle Politiker, die da essen, Senatoren halt rumgeht. Und der nicht angegriffen wird, ist der Verräter. Das finde ich eine sehr, sehr coole Taktik. Und generell eine sehr gute Folge. Anakin finde ich es richtig, richtig badass, wie er ihn am Ende killt. So richtig random von hinten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, den guten Senatoren. Und mir gefällt auch irgendwie diese Liebe-Storyline von Obi-Wan und Satine im Großen und Ganzen. Aber diese kleinen Scheitereien, die beiden dazwischen haben, wegen ihren komplett unterschiedlichen politischen Ansichten und auch was Jedi und den Krieg betrifft. Die nerven manchmal ein bisschen, aber ich verstehe schon, warum sie da sind. Und generell fand ich auch die Killersonden, diese ganzen Sachen da im Keller oder im Lagerraum, sage ich besser, ganz unten. Diese Kämpfe, sehr, sehr cool. Generell an sich eine sehr coole Folge. Kommen wir zur 14. Folge. Da möchte dann Satine, dass der Senat sich dafür entschließt, dass die Republik nicht auf Mandalore eingreift und dass Mandalore nicht besetzt wird, weil das sich das Wort stärken würde. Was dann auch fast mit gefälschten Beweisen geschieht, aber durch neue Beweise wird das Ganze dann letztendlich abgelehnt. Ich bin ja ein großer Fan von der Politik in Star Wars und deswegen gefällt mir hier auch dieser Politikkram. Ich weiß nicht, mir gefällt es einfach. So Coruscant-Folgen liebe ich einfach irgendwie. Wo die Handlung halt eigentlich straight auf Coruscant ist. Dann finde ich aber ein bisschen komisch dieses Verhältnis von der Republik und Mandalore, denn Mandalore ist ja unabhängig von der Republik. Das wurde so gesagt. Aber wieso zur Hölle darf sich dann die Republik einfach da einmischen und da einfach ihre Truppen, rein theoretisch, wenn der Senat das beschlossen hätte, raufplatzieren? Das wäre ja eigentlich eine Invasion gegen den Willen der Regierung. Das wäre doch eigentlich voll uncool. Also, ja, das finde ich ein bisschen komisch. Wenn ihr da mehr wisst, klärt mich gerne auf in den Kommentaren. Und auch, falls ich bei Kommentaren nicht antworte, ich lese alle Kommentare. Also schreibt das gerne rein. Ja, ein sehr cooler Moment ist es, wo dann dieser eine mandalorianische Krieger, der Satine töten sollte, und wo Obi-Wan dann gegen ihn kämpft, das erste Mal so richtig in Erscheinung tritt und das dann so richtig leise wird, das gefällt mir. Und ja, kommen wir jetzt zur 15. Folge. Das ist dann eine Einzelfolge, wo Padme und Bail Organa dem Mord an Onkel Ono oder Senator Farr von Rodia auf der Spur sind. Und da gibt es ein Gefecht bei den Docks und am Ende finden sie heraus, dass es Lolo, so hieß sie, glaube ich, eine andere Rodianerin, die irgendwie eine Assistentin von
Senator Favar. Es war, die ihn getötet hat, weil er angeblich schwach war und sie verraten hatte. Das hat man in der ersten Staffel gesehen, wo er die Separatisten halt ja fast einen Deal mit denen gemacht hat. Nachdem davor dann noch der Senator von Umbara war das, glaube ich, tatsächlich, und die Senatorin von Kamino am Start waren und auch Verdächtige waren. Ja, ist schon wieder so ein Detektivkram und schon wieder finde ich es richtig geil. Gerade weil wir jetzt hier keine Jedi haben, sondern tatsächlich mal Senatoren und auch mehr von Bail Organa sehen. Weil Bail Organa feiere ich richtig, ich bin ausgerastet, so vor Freude innerlich, als ich ihn in Rogue One gesehen habe. Und deswegen finde ich es cool, dass wir ihn hier wieder zu Gesicht bekamen. Und ja, dann dieser komische Polizist, ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Der ist sehr, sehr lustig. Vor allem, wie er halt erzählt, dass jeder Politiker eine Leiche im Keller hat. Und das halt einfach vor ganz, ganz vielen Politikern. Und das dann auch so sagt, aber wem erzähle ich das? Einer Runde von Politikern. Das finde ich einfach echt lustig. Und da kommen noch andere lustige Sachen mit ihm. Er ist eine ganz, wenn auch irrelevante und nicht ernstzunehmende, aber trotzdem lustige Figur. Und ja, also für mich eine coole Folge. Dann kommen wir mal zur 16. Folge. Das ist dann die Folge mit dem Tarnkappenschiff, wo sie Bail Organa Vorräte auf Christophsas bringen wollen und dabei noch Trench ausschalten, indem sie die Orthox-Torpedos, die abgeschossen werden, weil sie Wärmesignatur von dem Tarnkappenschiff gescannt haben, abgeschossen werden auf sie, auf das, die Brücke von Trench leiten. Da frage ich mich ja, wie er es überlebt hat, denn er hat es ja überlebt, er kommt ja in Staffel 6, glaube ich, war es sogar noch einmal kurz vor. Und in den unveröffentlichten Clone Wars Folgen, Clone Wars Legacy war der Name davon, wurde er sogar von Anakin getötet. Und falls ihr generell wissen wollt, was da passiert ist und was nach Clone Wars Staffel 7 und vielleicht 8 passiert wäre, dazu habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr gerne ein bisschen runterscrollen auf meinem Kanal, dann findet ihr das ganz bestimmt. Ja, das finde ich war auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Folge generell. War auch cool, so ein Tarnkappenschiff zu sehen, aber es ist wieder so eine Frage, wieso zur Hölle kommen die sonst nie zum Einsatz, diese Tarnkappenschiffe? Und wurde ja erwähnt, dass die normalerweise bei deutlich größeren Schiffen nur verwendet werden, also scheinbar bei Kreuzern. Also, wieso zur Hölle sehen wir diese Kreuzer nicht? Okay, wahrscheinlich, weil sie den Tarnkappenmodus aktiviert haben, deswegen sehen wir sie nicht. Ich finde, da wird es hier gerade am Rande, es tut mir leid. Ja, das ist halt typisch Star Wars, etwas Krasses wird erwähnt, kommt dann nie wieder vor, habe ich schon oft erwähnt. Dann finde ich sehr, sehr cool Admiral Yularen, wie er sich zu Anakin schilt. Und ich finde es irgendwie gemütlich, diese Folge zu gucken, ich weiß es nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Folge tatsächlich halt vor den meisten Geschehnissen aus Staffel 1 teilweise noch spielt, zeitlich, weil A, Ahsoka überhaupt nicht da ist. Und zweitens, Yularen da das erste Mal bemerkt, dass Anakin halt etwas anders agiert, so, etwas aggressiver und so, was Krieg angeht. Das wirkte fast, als wenn er das eines der ersten Male wäre, dass er dabei wäre. Dafür spricht ja auch der Christophsas-Kram, dass es halt wieder um die Schlacht von Christophsas geht, die auch im Star Wars The Clone Wars Film, der ja auch recht am Anfang spielt, vorkommt. Also deswegen schließe ich halt daraus, dass halt diese Folge noch vor dem Star Wars The Clone Wars Film tatsächlich spielt, weil eben Ahsoka noch nicht da war und die ja erst bei der Schlacht von Christophsas dazu stößt. Das ist generell so eine ganz komische Sache, dass halt die Sachen, ja die Folgen überhaupt nicht in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt wurden. Dann allerdings eine Sache, die ich zu kritisieren habe, eine Sache, die wirklich zu viel war, wie dann Bail Organa zu Obi-Wan sagt, der ja die Flotte anführt, helft uns Obi-Wan Kenobi, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das war halt, wie in Episode 4 bei Leia, da war's cool, aber hier war's, finde ich, einer zu viel. Man könnte sagen, ja, das ist doch cool, wenn dann Leia, die Bail aufgezogen hat, das später dann auch noch genau dasselbe zu Obi-Wan sagt. Aber ich weiß jetzt, es kam so richtig aus dem Nix. Die haben so normal gesprochen und auf einmal so, helft uns Obi-Wan Kenobi, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ich weiß, das hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Ist auch nur meine persönliche Meinung, es war einfach für mich einer zu viel. So, ich trinke da mal einen Schluck, dann gehen wir zur 17. Folge. So, Wasser hat gut getan, Folge 17. Da war es dann mal wieder eine coole Einzelfolge. Und zwar, wo, ich weiß gerade nicht mal mehr, welcher Planet das war, es tut mir leid, aber wo da auf jeden Fall Anakin, Ahsoka und Obi-Wan abstürzen und bei den Farmern dann, ah, das war Felucia, glaube ich sogar, oder? Ja, das war Felucia, da waren ja auch, wenn ich mich nicht irre, Rancors am Start, die teilweise, aber übrigens zahm waren und die nicht angegriffen haben, aber egal, es waren, wenn auch nicht genauso wie in Episode 6, Rancors, also sahen anders aus. Aber klar, kommt von anderen Planeten. Tatooine und Felucia sind ja unterschiedliche Planeten. Und wir sehen ja auch solche Rancors in Star Wars The Force Unleashed, dass die ja tatsächlich vorkommen. Deswegen fand ich das ganz cool. Ja, wo sie halt, das war die Folge, wo sie
mit Kopfgeldjägern, mit Suki, Embo und die anderen beiden, von denen habe ich den Namen vergessen, Alpha Hondo und seiner Piratenbande beschützen. Auch wieder eine Folge, die ich extrem feiere. Generell diese ganzen Einzelfolgen, die sowas, so eine Nebengeschichte erzählen, die feiere ich einfach generell. In den meisten Fällen auf jeden Fall. Ja, da finde ich halt Hondo generell nice schon wieder, wie er mit denen spricht, als wenn sie so gute Freunde wären. Und hier, das hatte ich schon mal am Anfang dieser Review hier angesprochen, dieses kleine Ding, dieses Affending geht mir schon wieder so hart auf die Eier, wie es Anakin ins Gesicht springt und ich möchte es einfach nur schlagen. Ich glaube, ich kaufe mir einmal davon einem Kuscheltier, nur mal ein Video davon zu machen, wie ich es zerstöre. Ich habe so einen Wut auf diese Dinger. Das ist echt unglaublich. Naja, dann diese ganzen Kämpfe da mit den Bauern, die dann auch richtig kämpfen können am Ende teilweise. Die finde ich auch wirklich gut. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die Bauern direkt wirklich richtig kämpfen können. Die haben so keine Erfahrung und gefühlt am nächsten Tag können die so perfekt kämpfen. Aber naja, das ist ja mal dahingestellt. Die Schlachtszenen am Ende sind trotzdem cool. Und dann frage ich mich auch noch, wie zur Hölle Hondo entkommt. Es ist ja so, dass am Ende Hondo sagt, hier gibt es nichts mehr zu holen, wenn danach die Piraten diese Schlacht in Anführungszeichen verloren hatten. Denn er scheint diese fette fliegende Untertasse, also dieses fliegende Untertassen, ähnliche Raumschiff der Piraten über ihm. Er geht so nach hinten, dass man ihn gerade nicht mehr sieht und dann fliegt die so direkt los. Wie zur Hölle ist der an Bord gekommen? So ein Star Trek-Mann hier hochgebeamt oder was? Das frage ich mich echt, aber scheiß drauf. Wir kommen jetzt zu zwei weiteren Folgen, die ich geil fand. Und zwar die Zillow-Beast-Storyline. Die 18. Folge erstmal, wie das Zillow-Beast entfesselt wird von dieser Droidenbombe, die nur Droiden tatsächlich... die nur Droiden Schaden bereitet, ist sozusagen das Gegenstück zu der Bombe, die wir aus der ersten Staffel von den Separatisten gesehen haben, die Droiden verschont, aber stattdessen Klone tötet zum Beispiel. Und die Ducks, die möchten erst dann töten, auf Malaster, so ist ja der Planet, und wegen der Vertragsproblematik, weil die Treibstoffreserven von Malaster brauchen, müssen sie ja dann so tun, als wenn sie das Zillow-Beast töten wollen, wie die Ducks das wollen, aber sie schläfern es. Ne, sie schläfern es nicht ein, dann wäre es auch tot. Sie betäuben es. Ja, das Zillow-Beast an sich. Richtig, richtig geil, dieses Monster. Ich feiere es so hart. Und seine Bewegung, sein Look, seine Geräusche. Ich finde, es ist einfach ein sehr, sehr cooles Monster, was hier erschaffen wurde, was auch sehr, sehr interessant ist. Dann die Ducks. Das ist ja das Volk auch von Zebulba aus Episode 1. Der Podrennfahrer, mit dem Anakin sich das längste Duell geliefert hat. Ja, wie Zebulba sind die Ducks solche richtigen Spasten, die man einfach nur hasst. Das ist aber auch gut so, weil ich möchte überhaupt nicht, dass die mir sympathisch sind, eher in einer Art und Weise, weil ich sie einfach nicht mag. Zebulba sei Dank. Und ja, dann wieder mal typisch Star Wars. Diese Bombe, die erfolgreich die Droiden besiegt hat, die wird danach nie wieder eingesetzt in den Klonkriegen, obwohl sie top funktioniert hat. Man könnte aber vielleicht noch argumentieren, dass ja dann am Ende alles eingestürzt und es deswegen nicht eingesetzt wurde. Aber naja, ich finde es ein bisschen fragwürdig. Kommen wir zur 19. Folge, wo dann das Zillow-Beast auf Coruscant ausbricht und komplett für Chaos sorgt. Und dann auch den Kanzler jagt und am Ende mit Gift gekillt wird. Das ist eine extrem geile Folge. Und da finde ich, die Beziehung zwischen dem Beast und dem Kanzler, die wird in dieser kurzen Folge super aufgebaut. Wie man halt richtig merkt, wie das Zillow-Beast den Kanzler immer mehr im Verlauf der Folge hasst. Auch zum Beispiel der Moment, wo es so ein Hologramm, als es schon ausgebrochen ist, auf Coruscant zerschlägt mit seinem Gesicht drauf. Das finde ich richtig geil. Und generell diese Grundaussage so von dieser Folge finde ich auch cool. Die halt so ein bisschen das menschliche Versagen oder so ähnlich darauf anspielen soll, dass halt unschuldige Lebewesen halt wegen Fehlern von Menschen getötet werden halt so. Das ist halt auf der Erde so, mit Regenwaldabholzung und so ein Kram. Und hier zum Beispiel jetzt mit dem Zillow-Beast, welches ja einfach nur hier hingebracht wurde von den Menschen, also nicht nur Menschen, klar, also von den Bewohnern von Coruscant, von der Republik dahin gebracht wurde, sag ich mal am besten. Und dann... weil die Republik es komplett verkackt sterben muss. Das ganze Monster und auch teilweise diese Szene, wo es in einen Wolkenkratzer hochläuft, da ist, denke ich mal, King Kong und zum Teil auch vielleicht Godzilla ein Vorbild gewesen von diesem Zillow-Beast. Und da ist King Kong, gerade King Kong, natürlich auch Godzilla, aber gerade King Kong, oh mein Gott, der Film von 2005 war Gold von Peter Jackson, extrem feiere, gefällt mir das. Aber und dann am Ende diese Sache, wo ja der Kanzler einen Auftrag gibt, das Zillow-Beast zu klonen, darauf wurde leider nie wieder etwas aufgebaut. Und ich frage mich, ob das noch gekommen wäre, wenn Clone Wars nicht gecancelt worden wäre. Weil ich hätte es echt gerne gesehen, muss ich sagen. Ja, dann kommen wir zur 20. Folge, zur abschließenden Storyline, die mir persönlich jetzt nicht mehr so ganz gefällt. Denn da verübt in der 20. Folge erstmal Boba Fett einen Anschlag auf Mace Windu, der aber fehlschlägt, ein Clone wird getötet und dann muss Fett fliehen. Also, diese Folge finde ich eigentlich noch fast mit am besten von den drei. Denn da erstmal finde ich es cool, die Klonkadetten richtig zu sehen.
wie die ausgebildet werden, das ist interessant. Und die reden auch, wenn sie so miteinander reden, genau wie die Erwachsenenklone. Das finde ich cool. Aber sie sind halt eben klein. Und ja, die ganze Storyline, die ist halt an sich nicht schlecht geschrieben. Aber sie langweilt mich irgendwie. Ich weiß nicht. Sie langweilt mich von einem gewissen Standpunkt aus irgendwie. Was allerdings noch cool war, was zur Hölle? Ich habe hier tatsächlich gerade... Denn es gab ja diesen Moment, wo Boba diesen einen Klon töten konnte, rein theoretisch, wenn er es wollte. Also töten könnte. Nachdem er halt ihm seine Waffe abgenommen hat. Und das dann nicht macht. Und ich habe hier tatsächlich im Skript Stormtrooper geschrieben. Ich habe Klonkrieger und Stormtrooper in der Eile verwechselt. Das ist unverzeihlich. Unverzeihbar. Was auch immer davon grammatikalisch richtig ist. Schande über mich. Naja. Dann finde ich auch noch echt unnötig, dass am Ende Admiral Killian, so hieß er ja, an Bord bleibt, weil sein Schiff halt irgendwie auf Planeten abstürzt. Und klar, okay, der Charakter, das wurde so erklärt, der ist halt so typisch so ein treu nach dem Motto, der Captain verlässt halt als letzter das eigene Schiff. Das war nicht so das Motto auf jeden Fall. Der Captain geht im Schiff unter oder so ähnlich, gibt es ja dieses Seefahrtsmotto. Das finde ich aber komplett unnötig, weil der Kreuzer schützt ab und er bleibt einfach an Bord und riskiert einfach zu sterben. Obwohl eigentlich er locker entkommen könnte, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Das ist so unnötig. Und ich hatte das Gefühl, das war einfach nur dazu da, damit dann halt in der Folge, die danach kommt, Anakin und Mace Windu ihn suchen müssen, damit dann die Story so weitergebaut wird. Das fand ich schon irgendwie echt nicht so geil. Kommen wir dann auch zur Folge 21, wo dann Windu und Anakin den abgeschossenen Minator-Klasse Sternzerstörer untersuchen. Und da dann von einer Jango Fett-Helmbombe verschüttet werden und er zur Hilfe holen muss und währenddessen auch Boba oder Thing, Custas, so hieß er, und Cosi suchen. Aber aufgehen, weil zu gefährlich ist, diese Folge halt. Ich finde die Folge einfach, ich weiß nicht, extrem langweilig. Weil erstmal irgendwie gefühlt nie Gefahr von den Kopfgeldjägern ausgeht. So cool es auch ist, einen Boss zu sehen, eine Slave One vor allem zu sehen, das habe ich gar nicht im Skript aufgeschrieben, die Slave One zu sehen, oder Thing zu sehen, mein Satz. Sind ja alles coole Kopfgeldjäger. Auch der kleine Boba Fett hat durchaus etwas drauf, auch wenn ich ihn später noch deutlich besser finde als jetzt noch in diesem, wo er noch richtig, richtig jung ist. Ja, fand ich eigentlich langweilig, weil von denen irgendwie kaum Bedrohungen ausgeht und er zuholt dann Hilfe. Das ist einfach nicht wirklich cool, finde ich. Es macht mir keinen Spaß, die Folge anzusehen. Ich war da auch sehr lange, sehr oft beim Handy. Und auch die beiden Gundogs fand ich nicht so spannend, dass sie halt noch ein bisschen Dramatik da reingebracht haben. Was ich allerdings cool fand, war, dass man Jango Fetts originalen Helm tatsächlich gesehen hat und wo Mace Windu ihn in der Hand hatte. Das fand ich echt cool. Dann kommen wir jetzt zur 22. und letzten Folge von dieser zweiten Staffel von Star Wars The Clone Wars, wo dann Plo Koon und Ahsoka, Aurra Sing und Co. suchen, weil die ja noch Geiseln haben, in Form von Admiral Killian und noch zwei anderen Klonoffizieren. Und dann in einer Bar herausfinden, dass Boba und so auf Florum bei Hondo sind. Und dann können sie dort Bosk und Boba fassen und Aurra explodiert vermeintlich mit der Slave One. Da wird ja dann in der dritten oder vierten Staffel, ich weiß gerade nicht genau welche, ich glaube es war die dritte, noch etwas drauf aufgebaut. Und ja, dann ja, diese Folge finde ich auch schon wieder etwas besser. Um es mal klarzustellen, mich langweilt diese gesamte 3-Folgen-Storyline, aber diese Folge finde ich, kann man sich dann wieder recht gut geben, gerade auch wegen Hondo, weil der Typ einfach cool ist. Apropos, er ist cool, das Zitat von ihm da auch, wo Aurra Sing, ist ja mit Hondo zusammen, was ich übrigens auch sehr cool finde, dass die beiden einfach ein Paar waren oder sind, das ist mir jetzt nicht ganz klar geworden, es hieß, sie waren ein Paar, küssen sich dann noch, naja, egal, wo dann Boba dahinter ist und Hondo so fragt, der ist doch nicht von mir, oder? Das fand ich mal lustig, vor allem, weil sie halt beide solche Alienrassen sind und Boba so ein Mensch ist, das würde halt gar keinen Sinn machen, aber ich fand's lustig. Ja, bisschen komisch fand ich, dass die Slave One da zerschrottet worden ist. Die ist ja explodiert. Ich weiß gerade nicht mehr, ob in den späteren Staffeln das irgendwie erklärt wird, dass sie wieder aufgebaut worden ist. Ich glaube, ich kann mich jetzt auf jeden Fall nicht an so eine Szene erinnern. Und deswegen, ja, RIP Slave One von meiner Seite. Und, ja. Aurra Sing, habe ich ja schon gesagt, wird noch was drauf aufgebaut. Und cool finde ich es immer, wenn Ahsoka und Plo Koon zusammen unterwegs sind, weil Plo Koon hat ja Ahsoka zu Jedi gebracht. Deswegen haben die beide eine besondere Vater-Tochter-Beziehung, es ist spät, man merkt das, Vater-Tochter-Beziehung und das gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich halt auch gut finde, halt diese Nachforschung schon wieder in der Unterwelt von Coruscant, wo sie dann nämlich halt auch durch Zufall von diesem einen Typen, der mit Custas gesprochen hat, erfahren, dass sie auf Florum sind und so. Ja,
Was ich dann nochmal zu kritisieren habe am Ende, dass halt eben das finale Gespräch, oder das erste Gespräch mit Booba und Mace Windu dann, am Ende von dieser Folgentrilogie, die endlich miteinander sprechen können und dann ist dieses Gespräch so, ha, du wirst mir schon verzeihen lassen, okay, Gespräch Ende. Das war viel zu kurz, da hätte ich mir nochmal ein intensiveres und längeres Gespräch zwischen beiden gewünscht, aber ja, ist jetzt leider so. Und was kann man jetzt abschließend zu dieser Staffel hier sagen? Ich finde diese Staffel einen Ticken besser als die erste Staffel. Und gerade zu der ersten und der zweiten habe ich eine besondere Beziehung, weil damals, als nur die beiden draußen waren, habe ich die immer auf dem Cartoon Network gesehen, die Folgen, und kenne eigentlich fast alle Folgen auswendig davon. Und ja, deswegen mag ich sie sehr gerne. Aber die zweite finde ich jetzt, wo ich sie noch einmal so gesehen habe, qualitativ ein bisschen besser als die erste, weil es hier mehr Folgen und Storylines gab, die mich besser unterhalten haben als bei der ersten Staffel. Es gab auch für mich persönlich schwächere Folgen hier natürlich bei, aber weniger auch bei der ersten. Deswegen würde ich dieser Staffel tatsächlich 8,5 Punkte geben, weil ich der letzten 8 Punkte gegeben habe. Und da ich sie besser finde, gebe ich die 8,5. Das wäre jetzt meine Meinung zu dieser Staffel. Die Review ging für meine Verhältnisse, also für meinen Geschmack, nicht Verhältnisse. Wir haben ja schon eine 2 Stunden Star Wars 7 Review am Start, Phil und ich. Ja, ging mir trotzdem mit 46 Minuten ein bisschen zu lang. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und wir sehen uns dann tatsächlich schon innerhalb der nächsten 2 Tage, wenn es dann zur Episode 8 Review zusammen mit Phil kommt. Und diese Clone Wars Reviews werden, denke ich, so, ja, einmal im Monat erscheinen. Aber vielleicht bekommt ihr auch schon die zu Staffel 3 Ende diesen Monats. Werden wir sehen. Aber jetzt auf jeden Fall, ciao Leute, und möge die Macht mit euch sein.